Ich muss mich für vieles entschuldigen. Seit New York ist nichts mehr, wie es war. Du erlebst diese Dinge und plötzlich ist alles anders. Ich kann nicht schlafen. Und wenn doch, habe ich Albträume. Ganz ehrlich, es gibt Hunderte, die mich umbringen wollen. Ich hoffe, ich kann das eine beschützen, ohne dass ich niemals leben könnte. Lektion Nummer 1. Helden, die gibt es nicht. Was war das? Scheiße, wir haben einen Platten. Hey, aber das ist eine gute Entschuldigung, um wieder zurück in die... Alyssa? Das Kind kommt jeden Tag pünktlich um 3 aus der Schule. Es wird niemand verletzt, stimmt's? Niemand wird verletzt. Ich nehme deine Tochter mit. Es hat wieder angefangen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich inständig, uns in diesen Tagen beizustehen. Und gib mir die Kraft, stark zu bleiben. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprich mir was. Lass mich nicht allein. Versprich es mir. About this place? Just the address. It's caged by frail and fragile bars. Wow. Restless by day and by night, rants and rages. Look like Granny likes to play a little pool. What exactly did Granny do for a living? I have no idea. I just learned about her yesterday. The beast in me. God help. Beast in me.
Sie denken, ihre Welt wäre sicher. Das ist eine Illusion. Genießen Sie diese letzten Momente des Friedens. Von den Ereignissen in London wissen die meisten schon. Der Mann, der das getan hat, war einer unserer besten Agenten. Ihre Commander haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Keiner von ihnen ist sicher. Alle raus! Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Das ist vielleicht nur der Anfang. Ich will ihn zur Strecke bringen. Bei der Sternenflotte geht es nicht um Rache. Vielleicht sollte es das aber, Sir. Jim, du willst ihm doch nicht wirklich hinterher, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nur, was ich machen kann. Wir müssen uns beeilen! Wir passen nicht durch. Das passt! Das hat doch locker gepasst. Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann. Ich habe gesehen, wie sie unschuldige Menschen ermordet haben. Für das, was sie getan haben, werden sie bezahlen. Sie haben keine Ahnung, was sie getan haben. Schon bald schreite ich über ihre kalten Kadaver. Na los! Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht. Wir schießen uns den Weg frei. Ich bin besser. In was? In allem. Würde sich über den Zustand der Hütte aufregen. Oh, ist das Blut? Was ist das denn? Du hättest nichts aus dem Keller anfassen sollen. Sag es nicht, schreib es nicht, hör es nicht. Kunda. Strada. Montosa. Kanda. Ihr werdet alle heute Nacht sterben. Ich habe laut aus dem Buch gelesen, ein paar Worte bloß. Und etwas Böses freigesetzt. Oh mein Gott! Verdammt, warum hast du das getan? Anyway, it's right up here. Still missing. Grieving families are seeking answers. I'm working for a man whose daughter's gone missing. She's all I have. Find her. Was she alive? Last time I saw her. I've got 48 hours before she's dead. You want to find this guy, you got to start at the beginning. You better be prepared. Bring everything you got. Because if he catches you, he's gonna make you wish you were dead. You gotta help us find Elena. You're the only person to see the inside of this hotel and live.
built like a maze. The whole place is rigged. He's picking us off. One by one. Einen schönen kalten Abend, die Herren. Ich bin Dr. King Schulz. Was denn für ein Doktor? Zahnarzt. In Ihrem Bestand befindet sich, wie ich höre, ein Exemplar, das ich sehr gerne erwerben würde. Wie heißt du? Django. Ah, dann bist du genau der Mann, den ich suche. Hey, unverkäuflich. Ja, wenn das so ist. Bitte, nein! Wenn ich du wäre, würde ich mir den Wintermantel da holen. Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, umso höher die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Wie die aussehen, weiß ich. Sie haben meine Frau verkauft. An wen weiß ich nicht. Du hilfst mir? Ich schenke dir die Freiheit und wir ziehen los und retten deine Frau. Wohin gehen wir? Voll ins Schwarze. Kommen Sie zu uns, wir haben gerade einen Kampf laufen. Das ist ein hübscher Spaß. Coco, versüß mir den Tag. Du bist also wirklich frei? Ja. Sag bloß, du ziehst dich freiwillig so an. Was für ein Zahnarzt bist denn du? Kanonen weg oder ihr seid tot. Gefällt mir, wie du stirbst, Junge. Meine Herren, Sie hatten bereits meine Neugier geweckt. Jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Wie heißt du? Django. Das D ist stumm. Wie ist das Leben so als internationaler Verbrecher auf Rente? Ich brauche deine Hilfe, Dom. Letzte Woche hat ein Team von erstklassig koordinierten Fahrern einen ganzen Militärkonvoi ausgeschaltet. Mit ihrem letzten Job haben sie ein neues Level erreicht. Du wirst mir helfen, diese Typen zur Strecke zu bringen. Wieso sollte ich das tun, Haus? Das hier war letzte Woche. Er will dich durcheinander bringen. Letty ist tot, Dom. Ich muss es ganz sicher wissen. Dann komme ich mit dir. Das ist viel besser als der Müll in Rio. Viel besser. Arbeiten wir jetzt für den Hulk? Alles hat sich verändert. Die Zielperson ist Owen Shaw, ein ehemaliger Major beim SAS. Wir kriegen Letty und liefern ihnen Shaw. Dafür erlassen sie uns alle unsere Strafen. Und wir brauchen Autos. Sorgt dafür, dass sie schnell sind. Wir reden hier von automobiler Kriegsführung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Glaubst du an Geister? Man wendet sich nicht von seiner Familie ab. Auch nicht, wenn sie es tut. Ihr denkt wirklich, dass ihr gewonnen habt? Bei diesem Kodex, nach dem ihr lebt, geht es um Familie. Und das ist der Grund, warum ihr nicht mal mitgespielt habt. Verdammt. Vielleicht tut mal irgendjemand was! Irgendein Panzer am Arsch! Ah!
Mein Gott, er hat die Stimme eines Engels. Atemberaubend. Grazia plena. Ich hatte geschworen, dass ich nie wieder herkommen werde. Keine Sorge, heute Nacht endet alles. Irgendjemand muss diese Stadt niederbrennen. Finde ich gut. Wir haben zusammen viele Abenteuer erlebt, aber wie scheint, hast du nichts dazugelernt. Gar nichts. Ich warte in der Limo. Mein Name ist Ann und ich habe eine Giraffe gekauft. Oh, mein Leben ist spitze!